Für Eishockey-Fans beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres, die Playoff-Zeit. Auch für die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg ist es natürlich das Highlight des Jahres, der Kampf um die deutsche Meisterschaft. Jetzt sind alle heiß, auf die Zeit arbeitet man das ganze Jahr hin. Vorrunde mit 52 Spielen ist immer sehr lang und deswegen freut man sich umso mehr, wenn es dann wirklich in die heiße Phase geht. Für Danny Heatley ist es das erste Mal. Das erste Mal in Deutschland. Der Deutsch-Kanadier war die Verpflichtung schlechthin für die Nürnberger. Ein NHL-Superstar spielt jetzt in der DEL. Heatley ist mehrmaliger NHL-All-Star-Spieler, All-Star-MVP, spielte in der amerikanischen Eishockey-Liga unter anderem bei den Florida Panthers, den San Jose Sharks und den Ottawa Senators. Er wurde 2004 Weltmeister, ist dreimaliger Vize-Weltmeister mit Kanada und kann zudem eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver aufweisen. Nun heißt es für ihn zum ersten Mal DEL-Playoffs mit Nürnberg gegen die Iserlohn Roosters. Es ist eine gute Mannschaft und wenn wir in Iserlohn sind, ist es eine schwere Arena zum Spielen. Aber es ist Spaß, es ist sehr laut und wir hatten ein gutes Spiel gegen Iserlohn dieses Jahr. Es wird eine gute Serie sein. Wir haben schon in Iserlohn gewonnen und wir haben auch die Möglichkeiten, in den Playoffs wieder da zu gewinnen. Es wird sicherlich nicht leicht, aber wir glauben an uns und wir haben am Mittwoch im ersten Spiel direkt die erste Chance. Wir hatten eine gute Regular Season und es freut unsere Mannschaft für Playoffs. Die Ice Tigers schlossen die reguläre Saison nach 3 Niederlagen in Folge auf Rang 6 ab. Viele leichtfertig vergebene Punkte kosteten die Franken das Heimrecht in der Endrunde. Mit 161 Treffern stellt Nürnberg die zweitbeste Offensive der DEL. Zudem stellen die Ice Tigers mit Patrick Reimer und Steven Reinprecht die beiden Topscorer der Liga. Und auch das beste Goalie-Trio der Liga spielt in Nürnberg. Bei 3 gleich guten Torhütern fällt die Wahl sicherlich nicht leicht, wer in Iserlohn zwischen dem Pfosten stehen darf. Das ist keine einfache Entscheidung für Trainer Rob Wilson und Sportdirektor Martin Iranek. Wir haben 3 sehr guten. Wir wollen gehen mit wer es am heißen. Besko hat seit der Pause sehr gut gespielt. Ich glaube momentan er ist der Favorit zum Starten dieser Series. Aber ich lasse Rob eine gute Entscheidung machen. Aber ja, ich glaube, mit 3 Guten ist schwer zu einem Fehler machen, aber wir wollen das Beste für die Mannschaft und was gibt uns wer gibt uns die beste Chance zu gewinnen? Yeah, you know, I think we all 3 of us push each other. Wir 3 pushen uns. Du willst kein Tor kassieren, egal wer auf dich zukommt. Im Moment arbeiten wir alle ein bisschen härter. Es wird interessant, wer letztendlich spielt. Nürnberg gegen Iserlohn, der 6. gegen den 3. der Hauptrunde. Der Sieger wird in maximal 7 Spielen ermittelt, Best of 7. Nach dem letztjährigen Ausscheiden im Playoff-Viertelfinale gegen den späteren Meister Adler Mannheim wollen die Nürnberger in diesem Jahr mehr. Worauf es in den Playoffs ankommt, verkörpert Kapitän Patrick Reimer. Laut Haupt- und Namenssponsor Thomas Sabo geht Reimer in Sachen Einstellung, Kampfgeist und unbändiger Leidenschaft voran. Ich würde ihn am liebsten 22 Mal klonen, dann wären wir nämlich deutscher Meister, sagte Sabo. Reimer wurde am Samstag als Spieler des Jahres und Stürmer des Jahres von der DEL ausgezeichnet. Die Meisterschaft mit den Ice Tigers wäre für ihn der größte Erfolg seiner Karriere. Wir wissen, auf was es ankommt. Ich glaube, es ist jetzt jeder bereit, alles in den Ring zu werfen und alles zu geben für das eine große Ziel. Wir glauben an uns, wir glauben an die Mannschaft. Wichtig ist, dass ich am Ende der Saison aber rausgehen kann und sagen, ich habe alles dafür getan und hoffe auch, dass ich sagen kann, wir als Team haben alles dafür getan. Hoffentlich halten wir dann den Pott, aber es ist ein verdammt langer Weg bis dahin.